Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Claudia Angela Gamon von den Kolleginnen und Kollegen hat das Wort. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir es als Frauensprecherinnenrunde auch geschafft haben, diesen Antrag einzubringen, weil es ein wichtiges Zeichen ist, auch für ein emanzipiertes Parlament immer wieder Anträge einzubringen, aus dem Parlament heraus, um auch ein Zeichen zu setzen, dass wir sehr wohl etwas beizutragen haben. Im Sinne der Konstruktivität soll hier auch der Bundesregierung ein entsprechender Vertrauensvorschuss gewährleistet sein, dass das auch umgesetzt wird. Aber hier ist das Problem. Die Frage ist, was passiert mit unserem Antrag und was passiert mit den Vorstellungen, die wir haben? Was passiert auch mit diesen Maßnahmen, die extrem wichtig sind, um dieses Problem, um die Probleme, die Frauen und Kinder auf der Flucht haben, auch wirklich zu beseitigen? Und fangen wir mit ein paar Zahlen zur Sache an. Es sind immer mehr Frauen auf der Flucht. Der Prozentsatz von Frauen, die in Österreich Asyl ansuchen, ist letzten Dezember auf 34% angestiegen. Und es kamen erstmals mehr Frauen und Kinder in Griechenland über den Seeweg an als Männer. Aufgrund dieser steigenden Zahl hat auch das UNHCR geplant, 20 Blue Dots, das sind spezielle Schutzeinrichtungen für Frauen und Kinder, auf der Balkanroute zu errichten. Da kriegt man psychologische Betreuung, geschützte Schlafräume, hat Zugang zu Sozialarbeiterinnen. Und das ist extrem wichtig. Aber wenn wir wollen, dass das UNHCR diese Arbeit auch weitermachen kann, weiter intensivieren kann, ist es notwendig, auch die entsprechenden Mittel bereitzustellen. Hier müssen Taten folgen. Hier reicht auch der Antrag nicht, auch wenn es wichtig ist, das niederzuschreiben und auch einzubringen. Amnesty International hat in einem Bericht festgestellt, dass Frauen, die auf der Flucht sind, auf ihren Routen sexuelle Belästigung droht, körperliche Gewalt und auch Ausbeutung. Hier müssen auch Taten folgen. Der Antrag besagt auch, dass die österreichische Unterstützung für humanitäre Hilfe die besondere Situation und Bedürfnisse von Frauen berücksichtigen soll. Ja, das ist wichtig, aber hier müssen auch Taten folgen. Es reicht nicht, wenn es am Papier bleibt. Und wir können die Augen nicht davor verschließen, dass wir in Europa auch wirklich ein Problem mit dem Thema Menschenhandel und Ausbeutung generell haben. Und dass die Frauen und Kinder, die hier auf der Flucht sind, leider oft Opfer von Menschenhandel und Ausbeutung werden können. Die International Labour Organization hat berechnet, dass in Industrienationen inklusive der Europäischen Union 50 Milliarden Euro Umsatz mit dieser Verbrechenswirtschaft gemacht wird. Zwei Drittel davon aus sexueller Ausbeutung. Und was haben wir bis jetzt dazu gemacht? Es gab viele Lippenbekenntnisse. Es gibt einen nationalen Aktionsplan gegen Menschenhandel, das ist schön und recht, aber was ist wirklich dazu passiert? Es kann niemand beantworten, wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Österreich vermisst sind, wie viele verloren gegangen sind im letzten Jahr. Es gibt keine Daten dazu. Man kann nicht sagen, warum diese verloren gegangen sind. Das ist ein großes Problem. In Deutschland sind es sogar noch mehr Kinder, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die plötzlich verloren gegangen sind. Man sagt, sie sind wahrscheinlich weitergereist, aber es gibt keine näheren Daten. Und unser Bundeskanzler betont auch immer wieder, dass er sich gegen Schlepperei einsetzen will, gegen Menschenhandel. Aber wie kann das sein, wenn es weiterhin keine legalen Einreisemöglichkeiten gibt, wenn wir weiterhin nicht Resettlement-Programme intensivieren? Das ist ein Zielkonflikt, weil das sind genau die Ursachen von Menschenhandel und Ausbeutung von Frauen und Kindern auf der Flucht. Und wir müssen schon auch sagen, dass es grundsätzlich mit diesen Allparteienbeschlüssen hier im Haus oft so ist, dass es am Papier bleibt und dann nichts weiteres folgt. Wir erinnern uns an Sklaverei am Garnelenmarkt, die internationale Erklärung zu den Rechten von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die Bewahrung der Vorreiterrolle Österreichs zur Abschaffung der Todesstrafe. Das sind alles wichtige Beschlüsse und es ist schön, wenn wir hier uns darauf einigen können. Aber ich verlange dann auch von der Bundesregierung und von der zuständigen Ministerin, dass dann auch Taten folgen und wir das wirklich umsetzen können, was wir hier uns auch vornehmen. Das ist extrem wichtig, auch für uns als Parlament. Und solange wir nicht bereit sind, nicht mehr zu tun, als nur Lippenbekenntnisse abzugeben, wird es Frauen und Kindern auf der Flucht auch nicht besser gehen. Und das ist so ein wichtiges Thema. Ich bin froh, dass wir die Diskussion angestoßen haben und dass wir jetzt auch wirklich starten können, Maßnahmen einzuleiten. Um Frauen auf der Flucht ausreichend Sicherheit zu gewährleisten, müssten mehr Mittel in die Hand genommen werden, fordert Claudia Angela Gamon von den NEOS.